Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir gehen jetzt mal da hoch. Gib dem Video schon mal Daumen hoch. Wie immer. Ich würde gerne mal ein Bild der Erde trinken. Endlich mal. Ob ich eine Geschichte zu hören kriege? Meine Schwielen sind älter als du. Ich habe Schwielen genug, wenn du mich testen willst. Ha! Hitzkopf. Ich glaube es, Flammenhaar. Petra Schmiedin. Aloy. Maschinenjägerin. Maschinenjägerin, ja? Ich kann dich vielleicht brauchen. Es ist so, man will uns aus unserem Revier verdrängen. Darum habe ich gerade diese Schrottschleuder in Arbeit. Unser Problemlöser. Was ist das hier, Petra? Die Freihalde. Frei, weil wir nur uns selbst verpflichtet sind, dem Metall und den Staubstürmen. Und die Halde ist dort. Ein Schrottplatz, die Osseram sammelten hier. Nutzloses von den Alten. Atme ein, nimm den Geruch auf. Rauch und Schweiß. Ein Leben im Wald betäubt die Sinne. Ich kann allein 5 Metalle schmecken. Dieser ganze Schrott ist also von den Alten. War es ein Schlachtfeld? Ein Vorrat vielleicht. Oder eine Müllhalde. So dicht gepackt, dass alles verschmolz. Sie warfen mehr weg, als wir je kennen werden. Bist du nicht neugierig? Willst du nicht wissen, was das hier war? Na, manche stöbern hier ihr Leben lang, um es herauszufinden. Ich nicht. Für mich gibt es hier vor allem viel zu schmelzen. Ja, man muss den Wald nicht verstehen, um Holz für Pfeile zu bekommen. Dann wüsstest du aber, dass Reinholz am besten ist. Vorsicht, verbrenn dir bloß nicht die Zunge. Ich denke nicht an die Alten. Sie hatten ihre Zeit. Ihre Arbeit ist beendet. Ihre Erfindungen sind tief vergraben, Rost auf Knochen. Meine Schwestern und Brüder werden eine neue Welt schmieden. Ja, warum nicht? Du bist also Schmiedin. Du führst die Schmiede und die Stadt? Die Stadt ist die Schmiede und alle arbeiten kräftig mit. So ist es richtig, ohne Präfekten, die sich ständig einmischen. Wären wir im Anrecht im Osseram-Land? 3 Tage Diskussion, immer wenn man einen Nagel einschlagen will. Klingt frustrierend. Ist es. Doch wir diskutieren gern. Man braucht heiße Luft, damit das Feuer brennt. Aber Traditionen werden nicht diskutiert. Dort wäre ich Petra Schmiedgattin. Wie findest du das? Das passt nicht zu dir. Gute Antwort. Darum ging ich weg. Ich war damals noch biegsamer Stahl. Ich konnte alles aus mir machen, bis ich mich abkühlte. Du gingst also weg. Und wohin? Zuerst nach Meridian, wie alle anderen. Ich arbeitete mit am großen Aufzug. Wir waren gerade fertig, als der König durchdrehte. Also schwor ich, einen Platz für alle zu finden, die mir folgen wollten. Wir schlugen uns durch bis zum Kriegsende. Dann fanden wir dieses alte Osseram-Lager. Lang verlassen, Haufen von Metall. Ein Ort für den Neuanfang, den ich prägen konnte. Ha! In deinem Alter dachte ich, dass der härteste Schlag am besten prägt. Ich nehme an, das Alter macht dich weiser. Sag ich nicht. Die Waffe, die du da hast, so etwas habe ich noch nie gesehen. Eigenbau? Sieht man meine Handschrift? Ihre Mutter war einst beim Kampf um Meridian dabei. Bei solchen Schlachten hilft keine Strategie. Man braucht pure Feuerkraft und zermalmt so die Armee des verrückten Sonnenkönigs. Was guckst du so? Waffen mit solcher Kraft. Es ist nicht die Waffe, Flammenhaar, es ist der Schütze. Hätten sie den großen Aufzug belagert, wäre ich da gewesen. Sehr gute Arbeit. Steckt voller Geschichten. Ich kann sie dir mal erzählen, wenn du willst. Das Vieh hat noch keine Geschichte. Zu schwer zum Tragen, frisst Metall wie ein Schnappmaul. Du sagst, man will euch aus dem Revier verdrängen? Aus unserer Halde. Ein paar Plünderer kamen zum Schnüffeln, gerade als wir gute Waffenteile gefunden hatten. Und bei der Gießerei hat sich eine Banditenbande breit gemacht.
Sie sperrten uns aus und sitzen auf den Energiezellen. Sie mögen alles, was glänzt. Tja, wir brauchen die Teile und Zellen für unsere Verteidigung. Ein kleiner Job. Schnell und sauber. Etwas Schmutz macht mir nichts aus. Du bist ja wirklich schnell zu entfachen. Nimm das doch schnell mit. Wie immer. Warte mal gerade, ich hab mit ihm geredet, müssen wir noch mal gerade speichern. Wo wir hingehen. Naja, guck mal, ob wir das Banditenlager kriegen. Ich hab schon gesehen, da fliegen auch wieder so. Ich war mir anfangs nicht so sicher, was Meridian angeht. Wenn mich jemand gefragt hätte, ich hätte zuerst die Stadt eingenommen. Mehr Sklaven, die Lichtkisten ausgraben können. Dann mach das doch, wenn die anderen da sind. Sie kommen bald. Na gut, Planänderung. Toll. Ja, gehen wir anders hin. Gehen wir anders hin. Yeah.
bisschen Schiss, dass er mich sieht. Die Banditen haben eine gute Verteidigung. Mal sehen, wo ihre Wachen stehen, bevor ich die Energiezellen suche. Geil. Nein. So, und jetzt. Das riecht nach einem Kampf. Gegen da unten die Säue. Wo kann ich mich denn? Kann ich mich abseilen? Da nicht. Warte mal, geh mal wieder zurück. Hier und hier. Entschuldigung.
Das riecht nach einem Kampf. Ich werde mal nachsehen. Da, eine Energiezelle. Bin mal gespannt. Okay, geschafft. Und jetzt zu den Plünderern die Waffenteile holen. Ah! Der Clan wird es dir noch zeigen. Die Stadt wird unser. Ach Gottes, ey. Mann Gottes. Thank you.
Okay. So viel zum Thema Sicherheit. Ja, das nur so. Dieser ganze Schrott. Wer weiß woher und wann er hier aufgehäuft wurde. Habe ich ja schon. Naja, gut. Können nicht alle wahrscheinlich kriegen, das ist halt so. Ach, herrlich, ne? Oh, shit, ey. Fuck it. Oh, fuck it. Dieser ganze Schrott. Wer weiß woher und wann er hier aufgehäuft wurde.
laufen viele Plünderer herum. Ich hoffe, sie haben die Teile noch nicht weggeschafft. Diese Haufen gemacht. Seltsam. Ich muss etwas finden, das Petra gebrauchen kann. Schnell! Überall, ich kille euch. Sehr schön. Auf eine gute Jagd. Thank you.
Zurück zu Petra. Ich war lange genug auf diesem Schrottplatz. Ja, ich denke mal, dass die angegriffen werden. Von diesem komischen... Ja, auf jeden Fall. Okay. Danke fürs Video gucken. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Und wenn ihr Spaß dran habt, lasst mal einen Kommentar da, wirklich. Bis dann, eure Zeit. Ciao. Mal gucken, was Petra sagt. Oh, die werden bestimmt angegriffen.